Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt sind wir am Schluss von Fellner Live an diesem Dienstag angelangt. Es war ein besonderer Dienstag, denn um 10 Uhr Vormittag hat ein gewisser Gerald Gross aus der Südsteiermark seine Kandidatur für den Bundespräsidenten angesagt. Da gibt es noch ein paar wenige in Österreich, die sagen, Gerald, wie heißt der? Klein, Gross? Ja, also Gerald Gross, und jeder, der Fellner Live regelmäßig sieht und Ö24TV regelmäßig sieht, der kennt natürlich den Gerald Gross. Und da muss man jetzt nur sagen, dass der Gerald Gross, der immer hier ist, ja, genau jener ist, der für die Bundespräsidentschaft kandidieren will. Das freut uns natürlich, weil es ist schön, ab sofort einen Bundespräsidenten ins B, ja, für alle, die Lateinisch können, ins B, hier im Studio zu haben. Ja, das Wort ins B. Das schließt Ihnen gleich einmal aus. Wollte ich gerade sagen, das Wort ins B viermal unterstrichen, aber man darf ja hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Also wir freuen uns extrem, den Bundespräsidenten ins B, Gerald Gross, in Zukunft jeden Dienstag hier zu haben. Das macht dieses Duell, das ohnehin Ihr Lieblingsduell ist, noch spannender, weil ab sofort diskutiert ein leibhafter Bundespräsident ins B hier, und Sie können immer jeden Dienstagabend entscheiden, ob Sie ihm im Herbst, Oktober Ihre Stimme geben wollen oder nicht. Das verhindern will natürlich Sebastian Born-Mehner. Schönen Abend, Sebastian. Ja. Guten Abend. Der ist jetzt ab sofort dazu da, um zu verhindern, dass dieser Mann links von mir Bundespräsident wird. Ich nehme an, dafür wird er seine ganze Kraft einsetzen. Wird nicht viel benötigt, aber ich glaube... Naja, wer weiß. Ja? Mhm. Weil so schnell hat man nicht geschaut, ist man an einer Stichwahl. Mhm. So schnell hat man nicht geschaut, wird der Stichwahl zu einem Duell. Was weiß man? Soll es schon Überraschungen gegeben haben in der österreichischen Innenpolitik. Also ich freue mich, dass ich dieses Duell in Zukunft moderieren darf, unparteiisch natürlich, zwischen den beiden, zwischen demjenigen, der einen Präsidenten Gross unbedingt verhindern will und demjenigen, der unbedingt Präsident werden will. Dem habe ich übrigens schon einen Slogan gespendet, so nebenbei. Es war eigentlich ein bisschen als Verarschung gedacht, aber es freut mich, dass es jetzt der offizielle Wahlkampfslogan ist, nämlich Make Austria Gross Again. So, lieber Herr Präsident ins B, erstens Gratulation zum Echo auf die heutige Ansage und zweitens, was willst du uns damit sagen? Mit dieser Ankündigung deiner Präsidentschaft. Dass wir in einer Demokratie leben und dass der Amtsinhaber nicht akklamiert wird durch Umfrageinstitute oder das mediale Establishment, sondern dass wir in Österreich eine Auswahl haben an Kandidatinnen und Kandidaten. Und mein Beitrag dazu ist, vorausgesetzt, dass ich dann im Spätsommer, Herbst die 6.000 Unterschriften, beglaubigten Unterschriften auch bekomme, um kandidieren zu können, dass diese Kandidatur ein Zeichen für eine lebhafte Demokratie ist und um ein Ringen für einen besseren Staat. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Amtsinhaber seit bald 6 Jahren nicht die Lösung der Probleme war, sondern zu den Problemen beigetragen hat. Stichwort Korruptionitis in der Regierung, Stichwort Corona-Wahn, Verfassungsbrüche, Einschränkungen, Grundrechte bis hin zur Aushöhlung Neutralität. Und ich glaube, dass der Amtsinhaber halt von seinem Wesen her ein lieber großväterlicher Opa ist, aber dann doch eher ein grüner Wolf im großväterlichen Schafspelz ist, der beinhart die letzten 6 Jahre seine Ideologie, seine linke Ideologie der Grünen durchgedrückt hat. Und das sieht man auch, dass er subjektiv war in seinen Entscheidungen. Jetzt hast du ein relativ beachtliches erstes Umfrageergebnis von bereits 8%. Unglaublich, dass die so viele Leute schon kennen. Ja, hier nur von dieser Sendung. Also man sieht, was das für Wirkungen hat, wenn man hier auftritt. Gratuliere zu den 8%. Aber der Amtsinhaber 42, die zwei Dinge sind übrigens Rohdaten. Würde man das hochrechnen, dann liegst du ungefähr bei 14%. Der Amtsinhaber bei deutlich über 60. Du willst ernsthaft den aus dem Amt jagen? Dann bald 6 Jahren hat eine Wahl stattgefunden, wo der Herausforderer Norbert Hofer nicht in den Rohdaten, in den Hochrechnungen am Beginn seines Wahlkampfes bei 8% stand und am Ende des Tages mit knapp 49% ein beachtliches Ergebnis gemacht hat. Wenn ich jetzt mit 14% bereits hochgerechnet einsteige, dann ist das einmal ein gutes Signal, erster Punkt. Das zweite ist, ich habe es heute eh schon einmal gesagt, Umfragen sind ein Parfum. Sie duften, wenn sie gut sind. Sie können auch stinken wie ein Misthaufen, wenn sie schlecht sind.
Am Ende ist es die Wahl, die entscheidet. Beachtenswert ist aber, dass der Amtsinhaber in den Rohdaten nicht einmal die absolute schafft. In den Rohdaten? In den Rohdaten nicht einmal die absolute schafft. Das ist sehr beachtenswert, zumal er der Amtsinhaber ist. Hofburg hat mit 100 Mitarbeitern Millionen Euro. Das gesamte Establishment ist hinter ihm. Die Roten, die Schwarzen, die Grünen, die Neos, die meisten Medien, alle haben sich verschränkt. Van der Bellen muss es wieder wehren. Und ich komme in Wahrheit aus dem Nichts. Ich komme aus dem Volk. Das ist in den Augen der Politik nichts. Und da komme ich her und tauche auf wie Nessie aus dem Loch Ness und sage jetzt, da bin ich. Und jetzt werde ich einmal den Amtsinhaber vor mir hertreiben. Ich habe ein Ziel, das stimmt. Mein Ziel ist es, den Amtsinhaber in die Stichwahl zu zwingen. Und da ermutige ich alle zu kandidieren. Da freue ich mich, dass Marco Bogo seine Kandidatur angesagt hat. Da freue ich mich dann auch, dass die Freiheitliche eine Partei eine Kandidatur ansagen wird, wie das auch immer ist. Und gemeinsam, sage ich ja ganz einfach, viele Jäger sind des Hasen tot. Getrennt marschieren, gemeinsam schlagen, wird es uns gelingen, den Amtsinhaber ins Hotel zur schattigen Pinie zu überführen, denn dort gehört er hin. Gut. Herrlich. Also der Herr Born-Mehner kriegt sich da schon kaum noch ein, da ist schon fast ein Lachfleisch angesagt. Lieber Sebastian, was sagst du denn dazu, dass dein allerliebster Duellgegner von jedem Dienstag, ja, der dich ja mehrfach am Dienstag zur Weißglut bringt, dass der plötzlich für das höchste Amt im Staat kandidieren will und hast du vielleicht auch noch vor anzutreten? Ja, mit Sicherheit nicht, aber ich meine, es wundert mich eigentlich nicht, weil Gerald Gross ist ja ein personifiziertes Satireprojekt und dass er das quasi jetzt auf die Spitze treibt, indem er eine satirische Präsidentschaftskandidatur macht, finde ich eigentlich nur folgerichtig. Ich muss nur eines korrigieren, er kommt nicht aus dem Nichts, sondern er kommt aus der Westentasche von Jörg Haider. Also den gab es vorher, vor dieser Sendung auch, es hat ihn nur jeder verdrängt. Dass er jetzt wieder auf dem Schirm ist, ist halt eine entsprechende Fügung, dass er versucht, aus dieser Präsenz etwas zu machen, verstehe ich auch. Gerald Gross ist aus meiner Sicht das perfekte Bunschkrapferl, so typisch, außen rosa, dazu passt auch diese rosa-rote Österreich-Flagge und da haben sie meine volle Unterstützung, weil ich finde, im Jahr 2022 ist es wirklich Zeit für den ersten homosexuellen Präsidenten in Österreich, das haben wir uns verdient. Aber auf der anderen Seite, ihre Inhalte beachtend, das Tiefbraune ist spätestens seit ihrer Kandidatur in Graz, ich glaube, mehrere Medien haben heute darauf aufmerksam gemacht, auf ihre politische Vergangenheit evident und insofern kann ich nur allen davon abraten, auch wenn es noch so lustig und bunt daherkommt, das ist eine giftige Mischung, was da drinnen steckt an politischen Inhalten. Deswegen bin ich dafür, dass wir auf der einen Seite uns gewahr werden, das ist ein Satireprojekt, auf der anderen Seite aber trotzdem reflektieren, weil da werden ja in den nächsten Wochen und Monaten auch politische Botschaften zu tragen kommen, die natürlich von der FPÖ-Kandidatur dann entsprechend auch politisch umgesetzt wird, weil das ist die, die man ernst nehmen muss. Aber hier sind Themen am Tisch. Es wird um Migration gehen, es wird um Teuerung gehen und so weiter, die man ernsthaft besprechen muss. Und ich finde, man kann auch mit einem Politclown ernsthafte politische Dinge besprechen. Ja, genau. So, jetzt warst du ja einige Zeit ein durchaus sehr aktiver Anhänger von Van der Bellen. Ja, bist du das noch immer? Wirst du Van der Bellen wählen? Oder wartest du noch, wer da aller an Kandidaten aufscheint und würdest du eine LKK oder so jemand aus der linken Reichshälfte bevorzugen? Sofort. Also die LKK würde ich sofort unterstützen. Für die LKK würde ich mir sogar Urlaub nehmen und ihren Wahlkampf managen, weil ich glaube, so eine Person in der jetzigen Zeit, wo die Menschen, also wir haben gestern, vorgestern die Meldungen gehört, den Sozialmärkten gehen die Lebensmittel aus, die Leute können sich die Miete nicht mehr leisten, ein Drittel der Bevölkerung weiß nicht, wie sie die Rechnungen zahlen sollen. Da braucht man ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, kein Van der Bell, schon gar kein Gerald Gross, da braucht man ernst zu nehmen, Leute mit Glaubwürdigkeit. Also das wäre eine LKK. Das ist keine gemachte Wiese, dass der Van der Bellen natürlich die Stimme bekommt. Also das mit Sicherheit nicht. Dass der Van der Bellen weiter im Amt bleibt, das halte ich für unverhinderbar und das ist auch in Ordnung für mich. Also demokratiepolitisch, Van der Bellen hat jetzt nichts gemacht, wo man sagen würde, der muss jetzt aus dem Amt rausgehen. Er ist definitiv kein Linker, das glaube ich hat er in den letzten 6 Jahren aber auch schon davor bewiesen. Er ist halt ein bürgerlich konservativer, leicht neoliberaler Standesvertreter einer Politelite, die sich in den letzten Jahrzehnten in Österreich entfaltet hat. Das ist in Ordnung. Ich glaube, das gehört der Vergangenheit an, ehrlich gesagt. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir dramatische Umbrüche in der politischen Kultur erleben und ich
das, was in den letzten Tagen anhand von Umfragen auch gezeigt wurde, wo auf einmal so ventiliert wurde, kommt jetzt der Alpen-Macron mit Christian Kern, kommt irgendein anderes Projekt und die Österreicherinnen und Österreicher gefragt, ob sie das unterstützen würden, zu über 40% sagen, sie könnten sich das vorstellen. Christian Kern als Bundespräsident? Ich bin unter Christian Kern aus der SPÖ ausgetreten. Nein, er hat den Plan A vorgelegt und der Plan A ist, also ich habe noch nie ein Wirtschaftsprogramm gesehen, das von Sebastian Kurz kommen könnte. Zu Recht, ja? Weil wirtschaftspolitisch aus meiner Sicht nicht sozialdemokratisch. Also ein linker Kandidat ist es nicht. Aber es gibt ja in Österreich, und das zeigen auch die Umfragen, ich kann ja momentan aus dem Vollen greifen, weil so viele Umfragen gemacht werden, über 60% wollen eine Vermögensteuer. Also das zeigt doch, in Österreich gibt es ganz klar den Wunsch nach mehr sozialer Gerechtigkeit. Und wenn ähnlich einmal ein Kandidat daherkommt, der auch soziale Gerechtigkeit kampanisiert, dann wird er mit Sicherheit Unterstützung also bekommen. Also du wünschst dir einen linken Kandidaten, der unbedingt soziale Gerechtigkeit kampanisiert, und eine LKK wäre für dich ein absoluter Wunschkandidat. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil es eine Frau ist und ich glaube, es würde auch diesem Amt gut tun, wenn eine Frau einmal dieses Amt begleiten würde. Und zweitens, weil Elke K. als eine der ganz wenigen Politikerinnen und Politiker glaubwürdig ist. Die lebt seit vielen Jahren von 2000 Euro, die sie sich nimmt, und den Rest spendet die. Also die hat wirklich schon mehr beigetragen als ganze Magistratsabteilungen. Also die gefällt dir. Und Brigitte Bierlein, die heute ein bisschen als Faschingskandidatin aufgetaucht ist, würdest du der auch die Stimme geben, weil sie eine Frau ist? Wir haben schon genug Bierkandidaten, glaube ich, jetzt im Rennen. Der Marco Boger ist ja auch so eine wandelnde Werbetrommel für sein eigenes Bier, glaube ich. Nein, ich glaube, von Bierlein habe ich ehrlich gesagt mitbekommen, dass sie halbwegs souverän diese Übergangsregierung gemanagt hat. Da kann man, glaube ich, nichts sagen. Aber ansonsten kenne ich keine ernsthaften politischen Positionen von ihr. Das, was ich so Gerüchte gemunkelweise höre, ist nicht unbedingt meine Weltanschauung. Also es geht ja eher ins rechtskonservative Lager. Insofern ist es für mich auch keine Kandidatin. Aber ich zweifle nicht daran, dass Herbert Kickl schaffen wird, irgendjemanden noch aber einmal... Aber du wünschst dir auch möglichst viele Kandidaten, vor allem eine prononcierte, nach Gerechtigkeit strebende linke Persönlichkeit, wenn geht eine Frau. Sehr so gut. Lieber Gerald, heute bist du schon ganz präsidial, keine Zwischenrufe mehr, das ist man gar nicht gewohnt, oder? Er versucht den Imagewandel. Man merkt, der Präsident sitzt hier ins B. Lieber Gerald, wie siehst du das? Warum willst du unbedingt Van der Bellen aus dem Amt treiben? Was stört dich an seiner Amtsführung? Naja, wir sehen ja, wie verwirrt die Van der Bellen-Wählerschaft ist. Das war ja jetzt gerade der Auftritt. 7 Minuten, ein Gestotterer, den einen können wir nicht wählen, die andere täten wir gern wählen, aber die ist in Graz Bürgermeisterin, den Sozi gern können wir nicht wählen, aber die Bierlein wollen wir auch nicht und in Wahrheit ist das eh alles zum Kreinreim. Wir sehen ja, wie verwirrt die Urwählerschaft von Van der Bellen ist. Sebastian Barmener hat vor 5,5 Jahren Alexander Van der Bellen voller Überzeugung gewählt, hat das gepostet, war ganz stolz drauf, dass er Van der Bellen wählt und Hofer verhindert. Und heute sitzt er 5,5 Jahre später da und sagt, Van der Bellen kann er eigentlich auch nicht wählen und es ist alles nur mehr ein Notnagel. Also wenn wir am Ende nur mehr die Notnagelrepublik sind, nach dem Motto, wir nehmen lieber Pest, weil Cholera wäre zu schlimm, dann sage ich, wir brauchen weder Pest noch Cholera in der Republik, sondern wir brauchen endlich eine politische Führung wieder, auf die das Land stolz sein kann. Ich meine, und das sollen Sie sein, ja, nein, aber ich will meinen Beitrag dazu leisten. Ist gut, ich will dass Sie von sich meinen Beitrag dazu leisten, dass viele Menschen in diesem Land, Idealisten, verantwortungsvolle, berufene Menschen in Österreich eine Regierung übernehmen und es nicht diese Regierung ist, die ein Teil des Problems ist. Wir haben eine Regierung, die für Instabilität steht, für Chaos steht, nur mehr für 30% Zustimmung in der Bevölkerung. Diese Regierung gehört mit dem nassen Fett zum Teufel gejagt. Das will ich als Bundespräsident sicherstellen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Der Amtsinhaber hat, weil Sie sagen, er ist kein Linker, ist bei seinem ersten Auftritt als Bundespräsident mit der Äußerung auffällig geworden, wir werden aus Solidarität ein Kopftuch tragen müssen und hat damals quasi der religiösen, extremistischen Frauenverschleierung nach dem Mund gesprochen, weil er in Wahrheit ein linker Multikulturalist ist und das hinter seinen Hofburgwänden und den Rauchschwaden seiner Zweistangen Marlboro recht gut verteidigt hat, Herr Dr. Barmener. Entschuldigen Sie, aber das Kopftuch ist doch kein Symbol so, der Linken. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Jetzt haben wir eine Regierung, die im Eimer ist, dann haben wir einen Bundespräsidenten, der bei allem dem Chaos und der Instabilität mitgemacht hat, der in Wahrheit sich selbst zu einem Grüß August in der Hofburg
zurückrationalisiert hat, der wie ein Drehtier dort gestanden ist und nur mehr so gemacht hat, ich gelobe, der hat 60 Mal in seiner ganzen Amtszeit Regierungsmitglieder durchgewunken, hat weder auf die Qualität der Einzelnen geachtet. Ich meine, du musst einmal eine sehr ja, Du musst einmal Minister angeloben, wo es dann draufkommst, die haben sich einen akademischen Grad erschwindelt. Ich meine, ein Staatspräsident prüft nicht einmal mehr die Qualifikation einzelner Minister. Und er nennt jemanden wie Herbert Kickl zum Innenminister. Ich habe Ihnen wirklich zugehört, Herr Dr. Bornmänner. Ja. Da ist so viel passiert in diesen letzten Jahren, wo Van der Bellen mitgemacht hat, dass ich sage, noch einmal, wir sehen ja in Amerika Sleepy Joe, jetzt haben wir in Österreich Sleepy Sascha. Und ich bin tatsächlich der Meinung, ich möchte ihm ein langes, gesundes Leben gönnen, in einer entsprechenden Einrichtung, mit seiner Frau, am Handlauf, kann er im Park spazieren gehen. Hundescheißele führen ist auch in Ordnung. Er wird auch eingeladen in die Hofburg zu Ehrungen etc., weil das war ja seine Hauptberufung, Totenreden und Orden verleihen. Für mich ist das zu wenig, Herr Dr. Bornmänner, gerade in einer Situation, wo Teuerung uns trifft, die Grundrechtsbrüche bei Corona ein Problem waren und die Ukraine, der Ukraine-Krieg uns in einen Wirtschaftskrieg treibt, den wir verloren haben. Dann gehen wir es doch einmal ganz konkret an, Herr Präsident. Am Apparat. So. Also, die erste Maßnahme von dir, das haben wir ja heute schon mitbekommen, wäre, du würdest die Usance, wenn man das so sagt, dass die Bundesregierung ihre Demission anbietet, wenn ein neuer Bundespräsident kommt und der natürlich sofort sagt, nein, um Gottes Willen, bleiben Sie bitte im Amt, machen Sie weiter, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Mit der würdest du brechen, mit dieser Usance, würdest sagen, Dankeschön für die Demission, auf Wiedersehen. Das war's. Ja, habe ich das richtig verstanden? Das ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Gemäß Artikel 70 der österreichischen Bundesverfassung hat der Bundespräsident das Recht, die Regierung zu entlassen. Von diesem Recht mache ich umgehend eine Stunde nach der Angelobung durch die Bundesverfassung im Nationalratsgebäude oder wo sie auch immer stattfindet, Gebrauch. Entlasse die Regierung, setze Neuwahlen an durch die neue Regierung. Der Nationalrat wird aufgelöst, Neuwahlen werden ausgerufen und eine Übergangsregierung wird 3-4 Monate nichts weniger schlecht und nichts besser machen als die letzten 3 Jahre diese Regierung und bringe daher Stabilität. Ich sage Neuwahlen. Neuwahlen wollte noch nie in dieser Republik, wollte ein Mensch Neuwahlen. Noch nie. Das ist das. Jeder, der in dieser Republik Neuwahlen vom Zaun gebrochen hat, wurde abgestraft. Diese Regierung hat es in der Geschichte der Zweiten Republik erstmalig zusammengebracht, dass eine qualifizierte Mehrheit von Menschen ruft, siehe, geben Sie Demokratie, siehe, ermöglichen Sie endlich Neuwahlen. Wir können dieses politische Personal nicht mehr ertragen. 54%. Die Menschen können es nicht mehr ansehen. Mhm. Die Gewesslers, die Werner Koglers, die Nehammers und wie sie alle heißen. Es ist vorbei. Und zwischen der Wahl zum Bundespräsidenten und der Angelobung im Jänner werde ich mit einzelnen Parteien Gespräche führen und werde eine Übergangsregierung sicherstellen, also die Österreich in Neuwahlen. Also sofortige Ablösung der Regierung und Neuwahlen. So ist es. Jetzt gibt es aber auch Sachthemen. Wir haben zum Beispiel eine Teuerungssituation, wo sich ein Großteil der Bevölkerung eine Deckelung des Benzinpreises oder eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel wünscht. Wo 2/3 der Bevölkerung mittlerweile sagen, die Teuerung betrifft uns sehr und schmerzt uns auch sehr. Ja? Kein Wort dazu vom Herrn Bundespräsidenten bisher. Ja? Was würdest du in Sachen Teuerung machen? Naja, ich hätte mir wenn ich in der Situation des derzeitigen Amtsinhabers wäre, hätte ich mir die Regierungsmitglieder vor 3 Monaten zur Brust genommen und gesagt, Freunde, ihr seid Regierungsmitglieder eines neutralen Staates, Österreich beteiligt sich an diesen verheerenden Wirtschaftssanktionen nicht. Ich meine, dass wir die Teuerung haben, ist ein Ausfluss der Wirtschaftssanktionen, dass wir jetzt Probleme am Gasmarkt haben, damit auch die Teuerung anheizen, ist ein Problem eines einseitigen Wirtschaftskriegs, den wir längst verloren haben. Dass wir im Übrigen Panzer durch Österreich führen, durch ein neutrales Land, da hat der Bundespräsident auch keinen Satz dazu gefunden. Also ich hätte mir die Regierung schon zur Brust genommen und hätte es ein wenig anders gemacht. Du hättest dir die Regierung zur Brust genommen, was immer das heißt. Hättest ihnen gesagt... Ja, mit Intelligenz. Ich will nicht, dass ihr den Sanktionen gegen Russland im Rahmen der EU zustimmt. Du hast vollkommen recht. Das hättest du gesagt. Ja, und zwar, es ist ein vollkommener Paradigmenwechsel. Bisher war es in der Geschichte so, dass wir Bundespräsidenten hatten, die auf 2 entscheidende Bereiche quasi fokussiert wurden. Ja. Aussendungen bei Todesfällen prominenter Personen und Ordensverleihungen. Gut, okay. Und ein paar Angelobungen unter der Periode. 5, 6, vielleicht ein paar Staatsbesuche, ein bisschen die Hymne singen
und das war's. Also sagen wir, seien wir fair, vier Dinge. Totenreden, also Grabreden, ja, aber verstanden. Orden verleihen, angeloben, Staatsbesuche machen. Das ist mir zu wenig. Weil wenn das die Aufgabe des Bundespräsidenten ist, dann sage ich auch als Kandidat, dann schaffen wir es ab. Ja. Also wenn das wirklich nicht nur diese vier Aufgaben sind, die Klammer eines Staates sein sollen, dann ist es mir zu wenig. Die Klammer eines Staates ist der Staatsoberhaupt. Das heißt, der Staatsoberhaupt als oberstes, direkt gewähltes Organ hat an der Seite der Bevölkerung zu stehen. Mhm. Wenn der Staatsoberhaupt merkt, dass ein Großteil der Bevölkerung unter der Teuerung leidet, dann hat er etwas zu tun, gemäß der Verfassung. Wenn ein Staatsoberhaupt merkt, dass ein Großteil der österreichischen Bevölkerung darunter leidet, dass es Grundrechtseinbrüche gegeben hat, Verfassungsbrüche, Freiheitseinschränkungen der letzten 2,5 Jahre, dann hat ein Bundespräsident so etwas. Da meinst du jetzt die Impfpflicht? Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Meinst entweder du jetzt die Impfpflicht? Ja, da meine ich die Impfpflicht. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Da gäbe es die eine Möglichkeit, so zu tun wie bisher, nette Reden zu halten, vornehmlich vor offenen Gräbern, oder ein aktiver Bundespräsident zu sein. Und der Staatsoberhaupt, stelle ich mir vor, dass ich ein aktiver Bundespräsident sein will, der auch aktiv in das politische Geschehen eingreift. Mit seiner gesamten Macht und mit allen Artikeln, die ihm die derzeitige Form der österreichischen Bundesverfassung zugesteht. Ganz einfach. Mhm. Gut, trotzdem hast du nicht beantwortet. Du hättest der Bundesregierung verboten, den Sanktionen der EU zuzustimmen. Oder wie stellst du dir das vor? Es ist eine hypothetische Frage, weil wenn ich schon wäre, hätte ich die Regierung schon längst entlassen. Ja. Also wenn ich schon wäre. Ja, schon, mit der Regierung hätte ich nicht mehr weitergearbeitet. Das muss ich da aber angenommen, auch die neue Regierung hätte den EU-Sanktionen zugestimmt. Wenn eine neue Regierung diese die Sanktionen, wenn eine neue Regierung, da hast du vollkommen recht. Ja? Wenn eine neue Regierung diesen Sanktionen zustimmt auf demokratische Art und Weise, dann hätte ich im Vorfeld als Staatsoberhaupt versucht, alle Gespräche zu führen, dass es zu einer solchen Zustimmung nicht kommt. Ich hätte auch öffentlich mein Wort ergriffen, dass wir in Österreich neutral sind und ich als Staatsoberhaupt die Neutralität zu wahren habe und nicht parteipolitische Partikularinteressen von einzelnen Parteien. Also du hättest versucht, die Sanktionen gegen Russland zu verhindern? Ich hätte versucht zu verhindern, dass es Sanktionen gibt, die zu einem Wirtschaftskrieg führen, die wir verloren haben. Du hättest versucht, die Impfpflicht als Gesetz zu verhindern. Ah, da gibt es sogar einen Präsidentsfall. Nein, da ja, das hat ja, da hat es einen ganz entscheidenden Präsidentsfall. Gibt es da Bundespräsident außer Dienst Fischer hat damals seinen Verfassungsberater Adamowitsch beauftragt, inwieweit er CETA verhindern könnte. Und da haben die Nobeldemokraten wie Bornmähner gesagt, das ist super, wenn das ein Bundespräsident macht. Also wenn der CETA verhindern will, das Freihandelsabkommen, das dass uns die Chlorhühner gibt. Und da ist dann, nein, es gibt CETA nicht, wenn ich das gerne sagen kann. Also es ist nicht existent. Ja, weil der Fischer das gemacht hat, oder was? Nein, aber da haben sich viele so damals eingesetzt. Also hat das einem anderen gar nichts zu tun, oder? Nein, Drucker. So, ja, genau. Und auch der Bundespräsident hat damals gedroht, das nicht umsetzen zu wollen. Und genau das nehme ich her. Völliger und sage, ein Impfpflichtgesetz hätte ich nicht unterschrieben. Dann schauen wir mal, wer stärker ist in der Republik. Es ist ganz einfach. Gut. Es ist am Ende der Bundespräsident. Also das wird eine spannende Amtszeit. Darf ich dich ernsthaft verwarnen, bitte, Sebastian? Ja, bitte. Dass du da die ganze Zeit lachst, ist der Ernsthaftigkeit dieses Abends nicht wirklich geschuldet. Bitte. Wir haben ja immerhin einen Bundespräsidenten. Ein Bein wird es schon noch vergessen. Da braucht es Es ist einfach herrlich, ihn anzusehen. Wir haben einen Bundespräsidenten ins B hier setzen und ich fordere etwas mehr Respekt. Ich brauche etwas mehr Respekt, Herr Bornmähner, bitte. Der eine kann die Hundströme aufrahmen, der andere kann einen Rosenmähne nicht mehr geben. Ich brauche es nicht. Sagt, ich werde kandidieren, aber wenn mich das Volk nicht machen lässt, was ich möchte, oder die Artikel, die er da offenbar mit sich rumträgt, mir nicht gestatten, was ich machen möchte, dann schaffen wir das Amt gleich ab. Also das finde ich echt total pfiffig, dass da jemand sitzt, der offensichtlich keine Ahnung hat, was der Präsident machen darf, der seine eigene Vorstellung davon hat, was er gerne als Präsident machen würde. Das erinnert mich so an einen kleinen Heinzi, den er in der Kranke setzt und würde alle entlassen. Alles. Erst was ich mache, ist, ich entlasse die gesamte Regierung. So sitzen sie hier. Ich werde alle entlassen. Und wenn sie dann nicht das unterschreiben, dann entlasse ich sie wieder. Und ich entlasse. Und es ist putzig. Das ist extrem süß, was sie abliefern. Ja? Aber ernst zu nehmen ist es nicht wirklich. Ganz abgesehen davon,
Deswegen habe ich vorher möchte gern Kandidat gesagt. Finden Sie mal 6.000 Leute. Ich weiß, einen haben schon. Heinz-Christian Strache, dem Sie ja die Al-Qaida-Medaille verliehen haben, hat sich jetzt revanchiert. Ursula Stenzler. Ui, Ursula Stenzler. Bist du da? Also er hat schon zwei wirklich Schwergewichte Personenkomitee. Ja? Ursula Stenzler und Heinz-Christian Strache haben ihm sofort die Unterstützung zugesagt. Und ich glaube, wenn es in der Geschwindigkeit und Prominenz weitergeht, dann wird er das mit Sicherheit schaffen, also am Wahltag 6.000, fünf Unterschriften zu bekommen. Die 6.000 kriegt er locker. Da muss schauen man wir nur, mal. Muss man nur in unsere Fernsehzuschauer appellieren. Herr Dr. Bornmänner, ja? Wie komme ich zu den 6.000 Unterschriften? Ja, wie? Ich beantworte auch gleich deine Frage mit. Das ist sehr verwandt mit den Fernsehzuschauern. Bitte. Jedes Mal, wenn Sie hier auftreten, Leute diffamieren, verleumden, alles lächerlich machen, treiben Sie in Wahrheit Menschen regelrecht im Herbst zu den Gemeindeämtern, die mir eine Unterstützungserklärung abgeben. Ganz sicher. Sie sind in Wahrheit mein bester Wahlwert. Ganz sicher. Ja klar, jedes Mal, wenn Sie antreten. Aber es geht um etwas anderes. Schauen Sie, Sie haben vorher vom BVG gesprochen, vom Bundesverfassungsgesetz. Das, was ich Ihnen sage, ist, dass ich im Gegensatz zum Amtsinhaber, der auf einen Großteil seiner Rechte und wahrscheinlich auch Pflichten aus dem BVG verzichtet hat, ich keine neuen Rechte einführen will, sondern einfach die derzeitigen in Anspruch nehmen will. Und nur um das geht's. Und die Unterschriften werde ich bekommen. Schauen Sie, wenn ein politischer Blindgänger wie Sie, ein Einbeiniger, ein Buckliger, ein Paria, okay, 350 oder 400.000 Stimmen bekommen. 416.229. Einer, glaube ich, das 30 schlechteste Volksbegehren in der Geschichte der Republik. Selbst Sie das bekommen haben. 416.000. Ja? Dann wird es ja wohl mir gelingen, 6.000 Unterschriften Menschen dazu Top zu bewegen, für mich zu unterschreiben. Ich bin sehr gespannt. Also, Herr Kossmann, und wenn ich gewinne, dann wählen Sie sobald mich. Dann nehme ich Ihre Kandidatur ernst. In der Zwischenzeit sind Sie für mich nicht einmal auf dem Level von Marco Bogo, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil jemand, der hier sitzt und sagt, ich werde alle entlassen und in Wirklichkeit nur ein Punschkabel ist, kann nicht ernst nehmen. Wenn Sie 6.000 Unterschriften... Aber der Amtsinhaber hat auch noch keine. Aber Van der Bellen hat auch noch keine 6.000 Unterschriften. Aber er hat ja, entschuldige, Sie wissen, Sie haben gerade vorher gesagt, das gesamte Establishment hat sich für ihn ausgesprochen. Also, 60% in Umfrage. Also, legen Sie mal 6.000 Unterschriften her. Die schaue ich mal an, die 6.000. Ich lege die gleich, Herr Dr. Bornmänner. Ich lege die gleichen 6.000 Unterschriften her wie Van der Bellen. Ja, aber es ist schon bemerkenswert, dass Sie den 79-jährigen geriatrischen Herbstvertreter ernster nehmen als eigentlich einen Menschen wie mich, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt, relativ aktiv ist, gesund ist, vital ist und in Wahrheit die Republik befreien will. Wo die Punschkrapferl gebacken werden wie Sie, aber Sie sind nicht in der Mitte der Gesellschaft. Der Punschkrapferlwitz war schon unter Qualtinger nicht gut. Warum soll ich jetzt 100 Jahre später oder Brunner war es. Ich weiß nicht, Sie sitzen hier mit einer rosa Krawatte und regen sich über einen Punschkrapferl-Vergleich auf. Ich meine, entschuldigen Sie, Sie laden uns dazu ein, Sie zu verarschen. Und wie Wolfgang Fellner vorher gesagt hat, Ihre Kandidatur hat mit einer Verarschung von Wolfgang Fellner begonnen. Nein, mit einem Vorschlag. Also, entschuldige, mit einem verarschenden Vorschlag von Wolfgang Fellner begonnen. Ich finde es auch wichtig, dass man das sagen soll, die Kandidatur von Gerald Gross hat begonnen damit, dass der Wolfgang Fellner einen Witz gemacht hat. Und der Gerald Gross hat sich gedacht, der Witz ist so lustig. Nein, ist ja gut. Führen wir weiter. Finde ich gut. So, also führen wir den Witz weiter. Nein, da hat er ja schon kandidiert, da habe ich nur den Slogan. Ach so, entschuldige. Ja. Aber der Slogan ist gut. Der Slogan ist hervorragend. Was heißt das auf Englisch? Make Austria crosser gehen heißt, mach Österreich widerlich wieder, oder? Cross ist doch, heißt widerlich, oder? Knackig. Knackig. Gustav. Gustav, ganz der glückliche, groß. Ui, also es ist der Knackige. Und G. Ui, knackig. Also, meine Herren, es ist irrsinnig lustig, ich habe gewusst, dieses Duell wird mit der Präsidentschaftskandidatur noch deutlich an Humor, aber auch an Qualität gewinnen. Deshalb darf ich Ihnen versprechen, wir machen am Schluss der Sendung ein Da Capo, weil wir jetzt viele Dinge nicht ansprechen konnten. Zum Beispiel, geht die erste Reise zu Trump oder zu Orban? Zum Beispiel, was hält er von Marco Bogo? Ja, all diese Fragen. Wichtige Fragen. Zum Beispiel wird er auch mit einem Hund in die Hofburg einziehen. Zum Beispiel wird er dort auch rauchen. All diese Fragen werden wir natürlich Gerald Gross noch stellen, um also auch Ihre wichtigsten Fragen zu seiner Präsidentschaftskandidatur zu beantworten. Am Schluss der Sendung. Jetzt machen wir eine kurze Werbepause. Dann kommen zwei spannende Themen. Wir müssen über seine Lieblingsministerin reden.
Leonore Gewessler. Ah, immer eine Freude. Immer eine Freude, mhm. Und die ist ja derzeit wirklich großartig unterwegs mit unserem Gas und unseren Kohlekraftwerken. Und wir müssen über sein Lieblingsthema reden, nämlich Benzinpreisdeckelung ab sofort auch in Kroatien. Beides machen wir gleich, kurze Werbepause, und dann sind wir mit dem Präsidenten ins B und seinem wichtigsten Verhinderer gleich wieder zurück. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Wir haben eine Dame, die spaltet die Nation. Nicht nur als Politikerin, sondern auch als Umweltaktivistin oder als Umweltverschmutzerin, je nachdem, wie man sieht. Leonore Gewessler reitet wieder. Er liebt sie, er hasst sie, also diskutieren wir über die Frau. Ja? Leonore Gewessler hat offenbar die Gaskrise ein kleines bisschen verschlafen, weil sie ist erst vor ein paar Tagen draufgekommen, dass ihre Speicher leer sind. Nur noch 40% drinnen, 60% empty, wie man so schön sagt. Also brennt der Hut oder der Gashahn. Deshalb hat Leonore Gewessler, und das finde ich schon bemerkenswert, als die führende Grüne im Land beschlossen, wir gehen wieder zu Kohlekraftwerken zurück. Das, nehme ich an, hat einen Lachflash von Gerald Groß zur Folge, weil der sagt, das ist ja wohl das Highlight der grünen Bewegung, dass uns ausgerechnet die Grünen jetzt die Kohlekraftwerke zurückbringen. Wie siehst du das? Wie siehst du unsere Gassituation? Wie siehst du unsere Energiesituation? Wie siehst du die Performance der Energieministerin? Und wie sehr freuen wir uns darüber, dass wir jetzt wieder Stinkerkraftwerke haben? Mich freut ja die Erkenntnis, dass man sich auch bei bereits zerschossenen Kniescheiben noch immer ins eigene Knie schießen kann, beziehungsweise bei mehrfachen Suizid mit der angelegten 9 mm sich das 100. Mal gefühlt in die Schläfen schießt. Also wir wissen seit mehr als 100 Tagen, dass wir Sanktionen gegen Russland verordnet haben, einen aussichtslosen Wirtschaftskrieg, 6 Sanktionspakete, und der Autokrat aus Moskau dann irgendwann einmal reagiert und sagt, okay Freunde, wenn ihr mir den Krieg erklärt, erkläre ich auch den Krieg und den Gashahn zu Ertrag. Das wissen wir seit ca. 100 Tagen. Dennoch war die Energieministerin Gewessler, Verwesler nicht in der Lage, dieses Problem zu beheben. Und der Vorschlag der Grünen, aber das finde ich jetzt wieder pfiffig, ist, weil wir Krieg gegen Putin führen, werfen wir jetzt auch wieder die Kohlekraftwerke an und verbessern so richtig die Umwelt. Ich warte daher darauf, dass wir auch Atomkraftwerke, dass wir Zwentendorf eröffnen und dass die Grünen vielleicht dann mit Van der Bellen und der rot-weiß-roten Masche in der Mitte stehen. Weil wir Krieg gegen Putin führen, müssen wir die Atomkraft etablieren. Was mir so vorkommt, wie wenn die russischen Händel nicht mehr kommen, dann erlauben wir die Legebatterien wieder in Österreich für die Geflügelindustrie oder importieren wir Genmais aus Amerika. Das ist das Nächste. Also weil wir Mais und Weizen aus der Ukraine nicht mehr bekommen, erlauben wir in Österreich Genmais und Genweizen, veränderten Genweizen aus den USA. Weil es dient ja jetzt alles dem höheren Zweck, also wir verbessern die Umwelt, wir vergiften unsere Leute, es dient jetzt alles dem höheren Zweck, wir müssen den Krieg gegen Putin gewinnen. In Wahrheit ist das das Scheitern dieser österreichischen Bundesregierung und es ist das Scheitern einer Umweltministerin, die, weil sie nichts getan hat, aber mitgezündelt hat bei den Sanktionen, nun Kohlekraftwerke hochfahren wird. Und zwar wird Mellach nicht das Letzte sein. Jetzt interessiert mich die Meinung des Sebastian dazu. Gibt es auch noch Gänsestopfleber-Erlaubnis von den Grünen? Sebastian ist ja immer ein glühender Gewessler-Fan gewesen. Immer noch verboten. Und hat ja hier mehrfach, auch gut fundiert, erklärt, warum Gewessler seiner Meinung nach die beste Ministerin und eine ideale Vorsitzende der Grünen wäre und die beste Ministerin. Und hoffentlich wird. Ja, und jetzt verstinkt also deine beste Umweltministerin aller Zeiten das Land mit Kohlekraftwerken. Wie passt das zusammen? Ja, also zuerst, wir sind jetzt bei 40% gefüllten Lagerständen. Wir haben begonnen bei 13%. Also dass es die Umweltministerin geschafft hat, innerhalb von 2,5, 3 Monaten, trotz Sanktionen, trotz dessen, dass die Russen ihre Lieferverbindlichkeit nicht einhalten, die Lager so hochzufahren, ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Und alle Experteninterviews in den letzten Tagen sagen, die 80%, die wir haben wollen, die werden wir bis zum Herbst auch schaffen. Punkt 1. Punkt 2. Dass Leonore Gewessler in einer Situation, wo wir uns nicht abhängig machen wollen von einem Diktator, von einem menschenrechtsfeindlichen, Völkermord begehenden Diktator, von dem einfach kein Gas mehr kaufen wollen, was ich grundvernünftig halte und wo auch die Mehrheit der Bevölkerung sicher dafür ist,
dass sie jetzt sagt, wir müssen alles tun, um uns von dieser Abhängigkeit zu befreien, halte ich für goldrichtig. Und das zeigt ja gerade, dass sie eben nicht ideologisch verblendet ist. Und dass sie nicht sagt, dann hungern wir halt für den Frieden oder dann frieren wir halt für den Frieden, sondern dass sogar sie, die das letzte Kohlestück 2020 selber ins Museum gestellt hat, sagt, sorry Freunde, bevor die österreichische Bevölkerung friert, werden wir dieses Kohlekraftwerk vorbereiten. Momentan läuft noch gar nichts, weil es wird Monate dauern, dieses Kraftwerk umzurüsten von Gas wieder auf Kohle. Aber dass die Umweltministerin in der jetzigen Situation über ihren eigenen ideologischen Schatten springt und sagt, selbst ich nehme zähneknirschend in Kauf, bevor wir von dem verrückten Putin weiterhin das Gas importieren und weiter Milliarden in einen Angriffskrieg in die Ukraine schicken, damit dort Menschen umgebracht werden, da werfen wir lieber eine Kohlekraftwerk an. Das zeigt für mich eigentlich die wahre Größe, weil natürlich kommen dann solche Faschingspopperl wie der Gerald Gross daher, die ihr Lebtag noch nie irgendwas mit Umwelt- und Naturschutz zu tun gehabt haben und reiben sich jetzt die Hände und sagen so, oh no, die Luft ist so schmutzig, da muss ich mit Maserati vielleicht noch ein bisschen aufs Gas steigen. Ja? Also diese Krokodilstränen nimmt ihnen keiner ab. Aber ich finde, es ist das perfekte Beispiel dafür, dass Leonore Gewessler einfach eine staatsfrauische Position erreicht dass hat. Dass die vielleicht die Energieversorgung in Österreich verschlafen hat. Na bitte, verschlafen von 18% auf 40% die Speicher zu füllen, ist doch kein Verschlafen. Das entschuldige bitte, man kann doch jetzt nicht das jahrzehntelange Versäumnis von politischen Parteien, die Grünen waren nie in der Regierung, alle haben es versagt. Leute, die mir vis-à-vis sitzen und ihre Parteifreunde haben, maßgeblich die Abhängigkeit von einem Diktator vorangetrieben. Naja, also und die Energie... Die Grünen sind seit zwei Jahren in der Regierung. Genau, seit zwei Jahren. Und der Angriffskrieg von Putin läuft seit wie lange? Seit nicht einmal 3 Monaten. Eben. Also man kann jetzt Leonore Gewessler nicht vorwerfen, dass sie in diesen 3 Monaten es nicht geschafft hat. Über Jahrzehnte... Aber es gab ja bis jetzt keine Notwendigkeit. Nein, wir wissen es erst seit der Krim, seit 2014, dass es eine Notwendigkeit gibt. Aber da haben ja Leute wie Sie sogar noch Selfies an Rosti Graz gemacht, Herr Gross. Da sind Sie ja noch... Sie haben in Ihrem eigenen Buch haben Sie Fotos von sich mit Putin veröffentlicht. Heute auf der Kandidatur, heute haben Sie Ihre Kandidatur angekündigt und im Hintergrund war der Ayatollah, der Saddam Hussein und der Putin. Also das sind Ihre Freunde, die Sie besucht haben mit Jörg Haider gemeinsam. Ja? Und jetzt setzen Sie sich daher und kritisieren Leonore Gewessler dafür, dass sie ein Kraftwerk hochfahren möchte, hypothetisch, bevor das Volk friert. Und Sie sitzen in Ihrem aufgeheizten Maserati und sagen, die Leute sollen frieren. Das ist schon scheiße. Also Herr Dr. Bornmänner, ja. Erster Punkt. Das eine Foto ist kein Ayatollah, sondern ist Khatami, also Führer der Studentenproteste im Iran. Ah, ja. Die zwei anderen Fotos sind keine Terroristen, sondern ist Papst Benedikt und Papst Franziskus. Ja. Und der Putin steht nicht im Iran. Wenn Sie natürlich Schaßaugerts haben, wie Sie ja nicht nur Schaßdenker sind, sondern auch Schaßaugerts haben, dann ist das Ihr Problem. Nein. Und jetzt der Putin steht nicht im Regal. Jetzt zweiter Punkt, okay. Herr Dr. Bornmänner. Finde ich sehr interessant. Und jetzt zweiter Punkt, Herr Dr. Bornmänner. Wissen Sie, Sie versuchen, sich da aus dieser Situation Ihrer Frau Gewessler herauszureden und es ist sehr billig, was Sie tun. Sie erklären, dass die Gewessler von 18% auf 40% die Gaspegel die letzten 3 Monate gesteigert hat und sagen mit dazu, dass wir seit 2 Monaten einen Frühsommer und einen Frühling haben und dass wir daher ganz normal bei den normalen Lieferungen wie immer im Sommer ganz automatisch ohne politische Entscheidung sich die Gaspegel automatisch erhöhen. Sie verschweigen dazu, dass einzelne Landesversorgungsunternehmen, wie zum Beispiel die Salzburger, schon längst ihre ganzen Kraftwerke umgestellt hat von Gas auf Öl, um sich von Gas abhängig zu machen, und zwar vor 3 Monaten, und deswegen auch die Gaspegel steigen, weil einzelne Versorger es nicht mehr brauchen. Und dann kommen sie daher und erklären, dass die heilige Frau Gewessler, die Hüterin der weltweiten Moral des Friedens, in Vollverschleierung bei den Mördern und Despoten in Katar um Öl gebettelt hat, bei den Mördern und Diktatoren in Katar, so wie er um Öl gebettelt hat und sich dann herstellt und sagt, ja, weil wir eben das Öl aus Katar nicht wollen, oder in dem Fall von Russland, von Katar, wo übersehe, von den anderen Mördern, von Russland, das Gas nicht wollen, deswegen brauchen wir jetzt Schwarzkohle oder Braunkohle am Ende. Na dann, ernsthaft, Herr Dr. Bornmänner, das hat nichts mit Vorsorge zu tun, sondern das gibt es einen Fachbegriff dafür und das ist Opportunismus.
Opportunismus, Heuchelei. Nein, Pragmatik, und nichts anderes macht diese Regierung. Mit und diese Frau Gewessler macht seit zwei Jahren nichts anderes. Die Frau Gewessler macht seit zwei Jahren nichts anderes, als dass sie irgendwelche Verkehrsprojekte sprengt. Ja? Das ist offenbar ihr einziger Chaos anrichtet in ihrem eigenen Ministerium, weil sie ihre grüne Partie, ich habe es Ihnen eh schon einmal gesagt, Kinderbuchautorin aus Vorarlberg im Asfinag aufsichtsrat. Das ist immer noch besser geeignet als alle Leute, die die FPÖ bestellt hat. Herr Dr. Bornmänner, diese Regierung und ihre Frau Gewessler ist angesichts dieser Tragödie, die sie gerade abspielt, einerseits Wirtschaftskrieg mit der heruntergelassenen Hosen zu führen und sich dann zu ärgern, dass kein Gas mehr kommt, das ist rücktrittsreif. Lieber Herr Präsident ins B, wenn ich so diese ehrenvolle Anrede pflegen darf. Was würden Sie denn tun, wenn Sie jetzt nicht mehr ins B, sondern schon in Realita Präsident wären und Sie wären jetzt mit dieser Situation konfrontiert? Nur 40% im Gasspeicher, der Putin dreht das, den Gashahn ab, vorerst auf Hälfte, in Kürze vermutlich auf ganz. Uns droht ein Totalausfall an russischem Gas. Die Frau Gewessler wirft die Kohlekraftwerke an. Was würden Sie machen? Rede an die Nation, beten im Stephansdom. Welche Alternative würden Sie wählen? Hast oder du Frau Gewessler entlassen? Ich darf dir jetzt wirklich mitteilen, du hast, obwohl du es sehr humorvoll gebracht hast, aber in Wahrheit hast du die Dramatik der Situation gerade auf den Punkt gebracht. Wir haben mittlerweile Haushalte, die Stromnachzahlungen bekommen haben auf 1.000 Euro, von 1.000 Euro Nachzahlungen aus dem Vorjahr, nur mit den Ratenvereinbarungen machen müssen. Wir haben Preissteigerungen um 120-140%. Der Treibstoffpreis ist längst wieder auf 2,30 Euro. Ja, trotz dieser ganzen Maßnahmen, die da getroffen worden sind, es hat nichts gebracht. Es zischt nach oben hin. Die Leute können sich das Leben nicht mehr leisten. Der Bundespräsident schweigt, baufelt, gibt Rauchzeichen. Plant einen Wahlkampf, tut leid, wie ein organisierter Bettler am Spenden anbetteln, damit er einen milliardenschweren oder millionenschweren Plakatwahlkampf machen kann mit seinem Establishment. Millionenschwer. Und das ist halt, wenn ich mir das alles ansehe, da würde ich anders agieren als der Bundespräsident. Derzeit, ich würde mir die Regierung holen, ich würde mich mit der Regierung zusammensetzen. Ich würde einen Emissär nach Russland schicken und würde sagen, Freunde, diese Regierung wird alles auf europäischer Ebene versuchen, um die Sanktionen hintanzustellen. Ich würde das Zweite machen, ich würde weder bei einem Ölembargo noch bei einem Gasembargo auf europäischer Ebene zustimmen. Ich würde das auch kundtun. Dritter Punkt, ich würde sofort, auch weil das drohende Embargo ja kommt, auch durch Russland jetzt auf der anderen Seite, als Reaktion auf unseren Wirtschaftskrieg, sofort andere Märkte eröffnen, schauen, wo ich etwas in der Not auch herbekomme, Gas etc., um diesen drohenden Ausfall, das hätte ich schon vor 3 Monaten gemacht, unter uns gesagt, nicht jetzt erst, sondern vor 3 Monaten, und das wäre ein Maßnahmenpaket. Aber das Wichtigste wäre, das heißt, wir müssen die Sanktionen... Das selbst in die Hand nehmen. Ich würde nicht, entschuldigen, wenn Leute dazu den Auftrag bekommen haben vom Bundespräsidenten, weil sie ja vom Bundespräsidenten angelobt worden sind, angelobt auf dieses Land, auf die Verfassung, wenn die ihrer Angelobung, ihrer Formel nicht nachkommen, dieses Land zu schützen, dann muss ich es selber machen. Ja, so. Logisch, wenn die anderen also Präsident sind, Präsident und Regierungschef in einem, Herr Dr. Bornmänner, würdest du die Frau Gewessler entlassen oder ermahnen oder ihr einen Arbeitsauftrag erteilen? Was würdest du tun? Ich hätte sie längst entlassen. Ja? Wegen latenter Unfähigkeit. Wir leisten uns Regierungsmitglieder, die kriegen alle 20.000 Euro im Monat und das 14 Mal im Jahr. Und in Wahrheit sorgen sie nur für Chaos. Angenommen, du hättest sie noch nicht entlassen, würdest du ihr dann einen Arbeitsauftrag erteilen oder was würdest du machen? Ich hätte sie mir schon längst geholt und gesagt, liebes Fräulein, gutes Mädel, jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Ja, da geht es jetzt nicht. Die glauben ja noch immer, das Gas ist nur zum Heizen da. Das ist einmal das Grundproblem. Also die Regierung ist ja nicht in der Lage, auch die Umweltexpertin von Greenpeace, ist ja nicht in der Lage zu denken, dass wir in Österreich Gas zur Stromversorgung brauchen. Nicht zu heizen, weil bei 31 Grad im Juni musst du ja nicht mehr heizen. Das ist logisch. Zur Stromversorgung. Auch zur Papiererzeugung. Zu Strom? Zu einem sehr hohen Prozent. Nein, zu einem sehr geringen Prozent. Dass wir Probleme haben, dass wir ganze Industriebereiche nicht mehr mit Strom versorgen können, dass es mittlerweile Pläne gibt, welche Industriezweige als erster abgeschalten werden, die Mitarbeiter in Wahrheit entlassen werden. Das hat eine Dramatik und da wundert es mich, dass der Bundespräsident nichts sagt. Ich darf nur ein Beispiel nennen. Wie es darum gegangen ist, dass der Udo Landbauer, gegen den Sie, glaube ich, verloren haben, Herr Dr. Bornmänner, darf es nur noch einmal wiederholen. Das war einer von vielen FPÖ-Politikern, die klagen ja ständig. Wie da die Liederbuch-Affäre war, wo man dann draufgekommen ist, dass der Landbauer nichts dafür kann, das war ja dann die Endkonsequenz. Da ist der Bundespräsident vor die Kamera getreten und gesagt,
das ist ein fürchterlich und dieses Land und diese Verrohung und hat versucht, den Armen dort, diesen Landbauer, zu diffamieren. Sie haben gegen ihn verloren. Diffamieren und ihn zu vernichten. Und? Aber jetzt, wo das ganze Land leidet unter der Teuerung, heute hat er die Pfeifen und das geht eben nicht. Und der arme so, Udo, das Schlusswort, das Schlusswort Sebastian ja? Also Schlusswort, entschuldige, da sitzt der Typ, wir haben ja vorher schon die Auswüchse seines Wahns erlebt. Und jetzt sagt er uns gerade, wenn ihr mich wählt, dann werde ich einen Spion nach Moskau schicken und werde dem Putin sagen, ich bin dein Bettvorleger und werde in der Europäischen Kommission dafür sorgen, dass die Sanktionen abgedreht werden. Er hat gesagt, er wird den Emissär nach Moskau schicken und den Putin ausrichten. Er wird sich dafür einsetzen, dass die Sanktionen beendet werden. Entschuldigung, das ist doch Irrsinn. Also vielleicht fliegt er selber, so wie der Herr Bundeskanzler. Vielleicht fährt er auch im Zug oder vielleicht fährt er auch im Maserati. Man weiß es nicht. Aber der Punkt ist, ich glaube, man muss sich wirklich bei allem Spaß und deswegen fände ich es jetzt wirklich wichtig in den nächsten Wochen, dass wir unten so eine kleine Satire-Einblendung machen, weil es schauen ja auch Leute aus dem Ausland ab und zu diese Sendung und die denken sich da, okay, viele. Und die sitzen dann, sehen sie dann und sagen so, okay, da sitzt ein komischer Typ, der nicht wirklich ganz ernst genommen wird, ganz offensichtlich, nicht einmal von seinen Diskussionspartnern und erzählt, er möchte, wenn er die Macht hat, sofort die Regierung entlassen, dem Putin einen Gefallen tun und dann die Regierungsgeschäfte selbst übernehmen. Herr Groß, seien Sie mal nicht böse. Nein, Herr Dr. Bollmeiner. Das ist wirklich gefährlich, was Sie das sagen. Wenn Sie nicht zu einem Faschingsprinz wären, dann müsste Sie mich wirklich aufregen. Aber Gott sei Dank ist das seit 3 Jahren richtig. Mein Trinzpater leer, mein Besteck und verschmausen, bevor dann die Mitternachtsgulasch kommt. Sie werden verschmaust von mir, skalpiert, gehäutet, rhetorisch, gehen immer da her und nach der Sendung aus. Das ist schon immer zu sehr wissen. Da immer schwer depressiv da draußen, kriegst dann ihre Antidepressiva mit das Gleis. Damit sie bis nächsten Dienstag überlebt. Und Sie sagen, Sie nehmen mich nicht ernst, guter Mann. Wenn das so weitergeht, kriegst du über 50% der Stimmen schon allein zwecks der Heiterkeit dieser Sendung. Ich finde, Humor ist lebenswichtig. War ein spannender zweiter Einstieg, auch durchaus unterhaltsam. Wir brauchen eine kurze Werbepause, damit sich die Gemüter wieder etwas downcoolen, wie man so schön sagt. Man kann ja das Gas auch für Aircondition verwenden. Also in diesem 15%. Schalten wir jetzt 2-3 Minuten die Aircondition ein, damit die zwei wieder ein bisschen runterkommen. Und dann diskutieren wir über das zweite spannende Thema, wo es auch gleich krachen wird hier, wie bei einem Mega-Unwetter, nämlich über die Teuerung, über die Spritpreisdeckelung und über das Teuerungspaket des Kanzlers. Wir sind gleich wieder da. Wiener live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wiener. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wiener live. Dritter Einstieg in dieser wirklich spektakulären Sendung an einem besonderen Tag. Wir haben einen Bundespräsidentschaftskandidaten. Weißer Rauch ist aus dem Vatikan oder aus dem Stephansdom aufgestiegen. Gerhard Groß hat heute aus der tiefen Südsteiermark seine Kandidatur bekannt gegeben. Das höchste Amt im Staat. Und wir freuen uns wahnsinnig, denn er wird jeden Dienstag jetzt hier als Bundespräsident ins B für Ihre Unterhaltung sorgen. Ich glaube, darauf können wir uns einmal mit Sicherheit. So, gut. Also, in diesem Sinne kommen wir zum Thema Nummer 3 des heutigen Tages, bevor wir dann zum Abschluss noch einmal zu deiner Kandidatur zurückkommen, Gerald. Ja? Es geht um die Teuerung. Ja? Du bist, und das müssen wir schon zur Ehrenrettung von ihm sagen, seit einigen Wochen hier ein vehementer Kämpfer dafür, dass es ein Antiteuerungspaket gibt, dass die Regierung anfängt, die Spritpreise zu deckeln, dass die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abgeschafft wird. Du kannst uns gleich sagen, was du als Bundespräsident in diesem Punkt alles tun würdest. Ja? Wir haben jetzt, heute ist Dienstag, seit heute in Kroatien einen Spritpreisdeckel. Dort kostet der Diesel nur noch 1,70. Bei uns kostet er mittlerweile 2,20. Auf nach Kroatien. Du bist ja dort ohnehin gerne zu Gast. Ich glaube, dein jüngster Besuch galt Saint-Tropez. Da ist noch kein USA-Spritpreisdeckel, glaube ich, schon in Frankreich. Aber sind sie geflogen? Aber,
Aber langer Rede, kurzer Sinn. Auf nach Kroatien, damit man... Sie sind ja mehr im Ausland als in Österreich. Also, ja, genau. Es gibt Bundespräsidenten, die fahren mit dem Rollator einmal um den Heldenplatz und führen ein Hunderleisel. Und es gibt Südsteiner, die amtieren schon, bevor sie überhaupt noch kandidiert haben. Und es gibt aktive Präsidentschaftskandidaten, die sind halt für unterwegs. Und sie wollen Stimmen in Saint-Tropez, oder? Nur keine Neid aufkommen lassen. Luxusclub, haben Sie Stimmen geholt? Nein, aber Herr Dr. von Wiener, nicht vergessen. Schauen Sie, haben Sie Lobby? Ich bin ja nicht der Vertreter des kleinen Mannes. Nein, also 1,73. Sie sind der kleine Mann. Der kleine Mann. So, ja, und als kleiner Mann hat Anspruch auf die Welt. Sie sind ja auch kein Esel und haben ein Tierschutzvolksbegehren gemacht. Ja? Daher kann auch ich als Mensch, der ein genussreiches Leben führt, durchaus mich auch für die Armen einsetzen. Also, wir sind dafür. Wir sind auf deiner Seite. Kein Wort über Esel. Ich liebe Esel. Wir freuen uns über jeden Zeit-Tropee-Urlaub von dir. Aber die nächste Reise geht eh wieder nach Kroatien. Lieber Herr Präsident ins B. Sie fahren gleich nach der Sendung, oder? Was sagst du zur Spritpreisdeckelung in unserem Nachbarland Kroatien? In Slowenien ist die auch gedeckelt. Ist das gescheit oder ist das ein Unsinn? Sollten wir das auch machen? Also die Ungarn, die dafür von Herrn Bormena und von vielen anderen als Populisten, als Edelpopulisten gescholten worden sind vor einigen Monaten und auch von der EU-Kommission, die sich offenbar nur mehr gegen die Bevölkerung richtet und nicht mehr für die Bürgerinnen und Bürger, hat damals den Spritpreisdeckel eingeführt bei 1,25 €. Das hat ausgelöst, dass viele geschundene Bürger aus Österreich nach Ungarn gereist sind und Tanktourismus betrieben haben und dass die ungarische Regierung dazu gezwungen war, das nur mehr auf ungarische Kennzeichen den günstigeren Treibstoff abzugeben. Jetzt fangen Kroatien und wie Slowenien im Übrigen auch ein aktiver Deckel dasselbe zu tun an. Was macht unsere österreichische Bundesregierung? Die türkis-grüne Bundesregierung nimmt sich Anleihe an der rot-grünen, immer sind die Grünen dabei, Bundesregierung in Deutschland und macht entweder gar nichts oder einen Spritpreisrabatt, der in einer Woche von den Treibstoffkonzernen aufgefressen wird. Spritpreisrabatt. Rabatt. In Deutschland hat es den Rabatt gegeben, ja. Und der ist aufgefressen worden. Entweder machen Sie bei uns gar nichts oder in Deutschland einen Rabatt, der sofort aufgefressen wird. Ja. In Wahrheit zeigt sich, wo Rot, Grün oder Schwarz regiert, funktioniert es in Wahrheit nicht und die Menschen werden nur belastet. Na, selbstverständlich brauchen wir einen Deckel. Und zwar, warum brauchen wir einen Deckel? Weil wir sehen, dass die ganzen Treibstoffkonzerne ihre Marge, mit der sie jetzt irrsinnig viel verdienen, nur durch Spekulationen verdienen. Und die Armen der Spekulation sind dann die Leute, die für die Spekulanten in den Konzernen ihr Geld ausgeben müssen oder für eine Mineralölsteuer, ein echter Kommunist, und eine Umsatzsteuer, die, mit der der Staat, nämlich der Magnus Brunner, der Finanzminister, als personifizierter Wegelagerer und Raubritter am Straßenrand mit dem Hut dort steht und sagt, einzahlen, meine lieben Freunde. Und das ist ja dann das Gleiche, was ich gesagt habe vorige Woche mit dem komischen 3.000 € Teuerungspaket, wo jetzt seit einer Woche sich wirklich die Leute fragen, ja, wo sind die denn die 3.000 €? Haben wir noch immer nicht. Millionen von Menschen fragen. Nach 5 Tagen haben wir es immer noch nicht. Wie sie diese 3.000 € kriegen, wer sie überhaupt kriegt. Es sind 500 €, aber es macht nichts. So, und jetzt wäre es interessant, herzugehen, es ähnlich zu machen wie Ungarn oder Slowenien oder Kroatien, jetzt machen schon viele Länder, und einfach den Treibstoffpreis in Österreich zu deckeln. Würdest du als Präsident fordern von der Regierung? Ja, selbstverständlich. Jeder vernünftige Mensch, kannst ob das ein Bundespräsident ist oder nicht, jeder vernünftige Mensch würde die Regierung anrufen und sagen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, also, deckelt endlich den Schwachsinn. Ihr könnt ja nicht euren Leuten, die Leute ausliefern, den Treibstoffmultis. So, und die Mieten und die Lebensmittel. Bevor wir dazu kommen, ja, was du sonst noch alles tun würdest. Warum hat Ihre Frau Sadic die Mieten zweimal erhöht? Ich finde es ein Wahnsinn. Die LKK oder sowieso wäre ein Steiner. Warum hat Ihre Frau Sadic zweimal die Verordnung erlassen, wo sie Mieten erhöht hat? Ich finde es super. Ich habe nicht gewusst, dass da ein Kryptokommunist sitzt in Wirklichkeit. Das ist ja unfassbar. Finde ich ja wunderschön, dass man endlich nach so vielen Jahren, drei Jahren sitze ich hier und sage, die Reichen werden reicher, die Konzerne beuten die Leute aus und machen die Umwelt kaputt. Und der Gerald Groß hat 3 Jahre lang gesagt, ist mir wurscht, gebt mir die Gänsestopfleber und ab nach Saint-Tropez. Und jetzt auf einmal, weil er kandidiert
amtiert und ein möchtegern Bundespräsidentschaftskandidat ist, sitzt er hier und sagt, Konzerne enteignen, deckeln wir das, machen wir die illiberale Demokratie. Deckeln wir. Und tun wir so wie der Orban, der Vorzeigedemokrat ist, wo es um Freiheit geht in Ungarn, wo wirklich eine Entmachtung des Parlaments stattgefunden hat. Okay. Das propagiert er jetzt. Und das finde ich Sebastian, interessant. Sag mir, bist du für eine Spritpreisdeckelung? Weil die Grünen sind ja vehement dagegen und verhindern das, weil sie ja wollen, dass der Spritpreis möglichst hoch wird. Bist du für eine Spritpreisdeckelung oder bist du als engagierter Grüner nicht dafür? Nein, ich bin weder ein Grüner, noch nein, bin ich gegen... Wenn mein Inneres eine Farbe trägt, dann ist sie rot. Und zwar deswegen, weil ich ein Linker bin. Und ich bin zwar Öko, das stimmt, also seit ein paar Jahren beginne ich immer mehr zu verstehen, warum die Welt halt auch nachhaltiger sein soll. Aber ich war auch bei der ÖVP ultralinks, fragen Sie Leute dort. Okay, ja. Linker Flügel. Ja. Die freien also, sich alle. Ja, können Sie gerne. Dort, wo Sie hinkommen, fließen immer die Tränen. Aber nicht Tränen der Freude. Aber ich habe kein Problem. Ich brauche meine Vergangenheit nicht verschleiern, so wie du, wie Sie. Wer verschleiert? In der nächsten Woche werden wir ein bisschen über Ihre Vergangenheit sprechen. Einiges vorbereitet und nicht vor. Ich bin nicht nur für eine Deckelung des Benzinpreises und des Dieselpreises, sondern auch von Lebensmitteln und von Mieten und von Kleidung und von allem, wo Menschen entwürdigt werden systematisch, damit ein paar Konzerne sich eine goldene Nase verdienen. Ich finde es eine bodenlose Frechheit, nicht erst seit heute, aber jetzt umso mehr, dass manche in der Krise immer mehr Geld haben. Das sehen wir, die Vermögensentwicklung, die Anzahl der Millionäre in Österreich explodiert. Ihr Vermögen nimmt um 16% innerhalb von 12 Monaten zu und ein Drittel der Bevölkerung weiß nicht, wie sie Rechnungen zahlen soll. Ja, diese Bundesregierung soll aufhören, irgendwelche Gutscheine zu verteilen oder irgendwelche Versprechungen zu machen, dass wir in 3 Jahren irgendwas über die Steuer zurückbekommen, sondern sollen gefälligst die Macht, die nicht der Bundespräsident, sondern die Bundesregierung hat, nutzen, um den Konzernen Einhalt zu gebieten und die Menschen zu entlasten. Und zwar jetzt. Ja, großartig. Also, aber jetzt eine kurze du hast Frage. Hier eine ganz andere Meinung als die Gewessler, weil die Gewessler sagt, man kann den Benzinpreis nicht deckeln, weil das führt dazu, dass noch viel mehr verbraucht wird und der Benzinpreis soll steigen. Deshalb CO2-Bepreisung als 1. Oktober. Bist du für die CO2-Bepreisung und bist du für den Deckel? Also ich bin grundsätzlich ein Anhänger eines starken Staates, weil er dafür sorgt, dass diejenigen, die es nicht so gut im Leben getroffen haben, nicht übrig bleiben. Erstens, grundsätzlich. Aber zweitens, ich halte überhaupt nichts davon, Menschen, die kein Fleisch essen, zu bestrafen oder Menschen, die Fleisch essen, zu bestrafen. Ich halte nichts davon, dass man Autofahrer schämt und sagt, sie sind diejenigen, die die Welt zerstören, weil wir wissen nachweislich, dass das Autofahren, also seien Sie mal nicht böse, dieser Individualverkehr, vor allem der von den Menschen, die darauf angewiesen sind, ich meine nicht die Sonntagsfahrer nach Saint-Tropez, sondern ich meine die Leute, die pendeln müssen mit ihrem kleinen Mitsubishi, ja, die sind nicht die großen Klimakiller. Und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute sich das Autofahren nicht mehr leisten können, nicht böse sein, das werde ich sicherlich unterstützen. Herr Dr. von Männer, wir sind ja gemäß Ihrer Ideologie auf dem Weg ins Lokomotivzeitalter. Also, wir haben keinen Strom mehr für Ihre E-Autos. So. Daher brauchen wir jetzt Schwarzkohle, laut grüner das Definition, dass wir mit Kohle in Zukunft unsere Autos, dass wir mit Kohle unsere Autos fortbewegen, kriegt jeder einen kleinen Dampfkessel in Zukunft. Braun und Schwarzkohle, das neue Motto. Also, aber Herr Dr. Bonnena, Sie haben vorher eine wunderbare Rede gehalten. Ja, Sie haben genau das gesagt, was ich vor 3 Monaten gesagt habe, Treibstoffdeckel etc. Haben Sie gesagt, nein, weiter, würden wir die Reichen auch noch unterstützen. Aber mir geht es jetzt um etwas ganz anderes. Super, dass jetzt Kommunist worden sind. Wie geht sich das bei Ihnen aus? Ja. So Jekyll Hyde, wenn Sie vor dem Spiegel stehen. Bitte. Und hier herinnen sitzen und die Sadic verteidigen, die in 2 Verordnungen die Richtpreise für die Mieten erhöht hat. Das sind alles Ihre Freunde. Sie sitzen da herinnen und verteidigen die Sadic. Wie geht sich es aus, dass Sie die Frau Gewessler verteidigen und die Frau Gewessler verhindert den Treibstoffdeckel in Österreich? Wie geht sich das aus, dass Sie noch vor einer Dreiviertelstunde gesagt haben, Sie hoffen, dass die Frau Gewessler grüne Parteichefin wird? Absolut. Und diese künftige grüne Parteichefin, die Sie so loben, verhindert den Treibstoffdeckel in Österreich? Wie geht sich es aus,
dass ich diese Gruppe von Belastern, Bevormundern, Meinungseinschränkern, ganz kurz, weil ich würde gern zum Schluss Raubrittern in Wahrheit unterstützen, so. Aber dann sagen, na, ganz kurz, ist falsch. Und dann ganz kurz, wie geht sich das aus? Es geht sich dadurch aus, dass es einen Unterschied gibt. Weil sie schizophren sind. Das ist nein, es gibt einen Unterschied zwischen Kadavergehorsam, wie sie ihn praktizieren, nein, dass man jemandem sogar noch eine Medaille verleiht, obwohl er der größte Dolm im Land ist, sondern ich jemand bin, der sagt, ich finde die Politik der Leonore Gewessler grundsätzlich gut. Ich würde mir wünschen, dass wir so eine Frau als Regierungschefin hätten und als Vorsitzende der Grünen Partei. Und trotzdem kann ich sie in einer Sachfrage kritisieren. Aha. Das geht in der Demokratie, das Savic, ist Meinungsfreiheit. Die Frau Savic, Mieten erhöht. Die Frau Savic habe ich noch. Mieten erhöht. Mieten gehören gedeckelt, gehören runter. Die hat es erhöht, die Gute. Das, und ich finde das nicht gut. Also Herr dann Groß. Ist Ihre grüne Regierungsbeteiligung eine Belastung. Nein, Nein, das ist seine Meinung. So. Na gut, dann ist er schizophren. Wir brauchen eine kurze Schlussrunde in dieser Runde, ja, bevor wir dann zur Schlussrunde kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Wenn du Präsident wärst, ins B, wie ich immer zu sagen pflege, ins B, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, wenn du Präsident ins B bist, welche Maßnahmen gegen die Teuerung würdest du von der Regierung fordern, beziehungsweise ihr als Hausaufgabe geben? Und zweitens, ja, was hältst du vom Teuerungspaket der Regierung Nehammer? Und was würdest du zu Kanzler Nehammer kommen, wenn er jetzt zu dir kommt und sagt, das ist mein Teuerungspaket, ich habe jetzt mein ganzes Herzblut da hineingegeben und die Bevölkerung wird jetzt großartige Zeiten. Dann würde ich ihm sagen, dass es eine Einmalzahlung ist, die rasch wieder durch die Sanktionen und die Inflation verpuffen wird. Und er dann in 3 Monaten das nächste Teuerungspaket brauchen wird, um die Menschen über die Runden zu bringen. Und daher ist falsch, ist, was er tut. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Was wären meine Vorschläge? Meine Vorschläge zur Teuerung artikuliere ich seit 3 Monaten herinnen. Erstens, Treibstoffpreisdeckeln. Ja, auch die Lebensmittelpreise runter mit den Steuern in dieser Situation. Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer auf Treibstoffe, auf Heizöl etc., auch auf Gas. Nächster abschaffen Punkt. Oder wie? Oder halbieren einmal. Halbieren abschaffen. Auf Lebensmittel auch oder nicht? Ja, Lebensmittel sind auf die Grundnahrungsmittel auch versuchen runterzukommen. Und der nächste Punkt ist natürlich, sich dafür einzusetzen, dass dieser Wahnsinn, der derzeit wirtschaftlich weltweit stattfindet, sofort ein Ende findet. Und das, und dabei bleibe ich, das ist nämlich die Ursache. Das sind die Sanktionen, die uns selbst kaputt machen. Okay. Sebastian, dein Schlusswort, was würdest du machen, falls du dich auch noch entschließen solltest, als Bundespräsident zu kandidieren nach dieser großartigen Sendung? Was wären deine Maßnahmen, die du von der Regierung einfordern würdest? Also wenn, dann würde ich nicht als Bundespräsident kandidieren, sondern würde ich bei Nationalratswahlen kandidieren. Und das, was ich, wenn ich politischer Akteur wäre, machen würde, ist, dass ich verlangen würde, dass jetzt unmittelbar nicht in Form von Gutscheinen, in Form von Rabatten oder irgendwelcher Geschenktüten, sondern unmittelbar Bargeld auf die Konten der Österreicherinnen und Österreicher gegeben wird. Und zwar im Ausmaß von 5.000 Euro pro Haushalt mindestens. Und zwar aufwärts, sozial gestaffelt. Und ich würde dafür sorgen, dass die Konzerne, die in den letzten 3 Jahren, weil die Krise ist nicht seit 6 Monaten, sondern schon seit 2 Jahren, die in den letzten Jahren Übergewinne gemacht haben, auch entsprechend abgeschröpft werden. Und dass diejenigen, die sich eine goldene Nase verdient haben, an den Österreicherinnen und Österreicher in der Not gefälligst auch was zurückgeben. Gut, danke Herr Nationalrat ins B, danke Herr Präsident ins B. So, wir gehen nochmal in eine kurze Werbepause und dann wollen wir die Sendung dort beenden, wo wir begonnen haben. Nämlich mit dem angeblichen Herrn Gerald Groß aus der Südsteiermark, der angeblich Bundespräsident werden will. Wir sind gleich wieder zurück mit dem Präsidenten ins B und dem Mann, der ihn verhindern will. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Ja, wirklich ein unglaubliches Duell, das wir da jeden Dienstag erleben. Gescheit, gut zum Anschauen. Man kriegt einiges mit, man kann heiß und hitzig darüber diskutieren, aber man kann sich auch sehr gut amüsieren über den Bundespräsidenten ins B, Gerald Groß, und seinen Herausforderer, nicht jetzt auf der Bundespräsidentenbühne, aber hier am Tisch, Sebastian Bornmehner. Kann man vorstellen, warum Sie das so gern anschauen, und ich bin auch dabei. So, auch gerne zuschauend als Moderator. So, wir kommen zurück zum Anfang. Gerald Groß will als Bundespräsident kandidieren. Das kostet viel Geld. Von wo hast du das, Gerald? Ich möchte einmal mit einem Irrtum aufräumen. Demokratie kostet kein Geld. Na ja. Und ich habe auch keine Spender hinter mir, ich habe auch keine Lobbyisten und ich bin auch nicht gekauft.
wenn mich die Bevölkerung unterstützen will, dann soll sie bitte jene, die es tun wollen, eine Unterstützungserklärung im August oder September, wann immer der Stichtag stattfindet, wir wissen, haben nicht einmal den Wahltermin, abgeben und mich wählen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, ich werde den Wahlkampf natürlich auf einer sehr hohen Social-Media-Präsenz aufbauen, denn ich habe mit 7 Social-Media-Kanälen die stärksten in der Republik, abseits der etablierten Medien, aufgebaut die letzten 4 Jahre. Und keiner hat es bemerkt. Jetzt kommen alle drauf, mit Gottes Willen. Nur für alle, die dich besuchen. Das ist Facebook, das ist TikTok, nein, das aber ist Getter, was muss man das da, ist YouTube. Was muss man eingeben, um zu dir zu kommen? Also sagen wir Gerald Facebook. Groß. Nur Gerald Groß auf Facebook. Na, Gerald G. Groß, oder? Wo steht das G-Punkt eigentlich? Für Georg, es ist mein zweiter Vorname. Aber es ist Gerald Groß. Ja. Gerald Groß auf Facebook, falls Sie heute Abend noch etwas für ihn tun. G-Punkt Groß, ist ganz wichtig. Ja, so. Nicht Sebastian Pablo Bornmänner, sondern nein. Gerald G. Auch nicht Paolo? Ja, auch nicht Paolo. Das ist ein schöner Name. Gerald Groß auf Facebook. Fidel Ernesto. Das heißt, du wirst kein Plakat von dir drucken. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der Wahlkampf sehr sparsam sein wird. Darauf lege ich Wert. Wir werden nur das ausgeben, was wir auch haben. Wer ist wir? Mehr. Sind Sie jetzt schon im Majestätsplural? Ich habe Gott sei Dank ein kleines Team von Menschen, die mir dabei helfen, die sich jetzt schon zur Verfügung stellen. Aber Kleinwüchsige? Also Sie wollen Hördoktor. Sie haben gerade vorher gesagt, Sie sind ein kleiner Mann, oder? Bornmänner. Schauen Sie nur, weil Sie ja intellektuell Zwerg sind. Ich habe Ihre Größe nicht thematisiert. Sie haben selber davon gesprochen, dass Sie ein Zwerg sind. Kann ja nichts dafür. Beruhigt euch wieder. Aber tut mir leid. Also wir werden eine sehr... geben von dir. Make Austria groß gerne. Ich würde das gerne auf Plakat machen. Schaut, Freunde, wir können jetzt nicht eine halbe Stunde über Teuerung reden. Wir können nicht eine halbe Stunde über Teuerung reden. Wir können nicht davon reden, dass Menschen 1.000 Euro Stromnachzahlungen sich nicht mehr leisten können oder 1.400 Euro. Das ist das Autofahren nicht mehr leisten können, die Lebensmittel. Und dann geht der Bundespräsident her und sagt, er will 7 Millionen oder 3 Millionen noch aus den Brieftaschen der Leuten ausfladern, um einen Wahlkampf des etablierten Systems zu machen. Da muss man ein bisschen fantasievoller sein in der Zeit und ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Und daher sage ich, also du wirst nur einen Social Media. Ich werde einen Wahlkampf machen, der auf zwei Bereichen fußt. Einerseits werde ich unterwegs sein, weil das Gespräch nach 2,5 Jahren Maulkorb und Abstandsbabyelefanten, das reicht mir nicht mehr im Studio, sondern ich werde. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, ich sitze ja mit Ihnen Gott sei Dank nur 1,5 Stunde in der Woche im Studio. Die restlichen Stunden werden Sie auf Tour sein. So, in Saint-Tropez und in Venedig und in Kroatien. Das hätte ich ja sehr viel sozialistische Welt. Ja, ich muss nicht überzeugt werden. Die Sozialisten treffen ja in Wahrheit nur in Saint-Tropez. Haben Sie vollkommen recht. Das ist so. Die eigene Sektion Saint-Tropez. Da zahle ich alle ein. Das ist ein Bausportverein von der SPÖ. Aber Herr Kost, das ist super. Das sind Ihre Hammer. Das sind Ihre Genossen. Die auch. Frag Sie mal. Das sind alles aus Österreich, du machst es auf Social Media, aber du machst es ohne... Ich war voriges Jahr in Sardinien oder Sizilien, wo ich war. Süditalien vor 4 Jahren. Sie Verteidiger der Reichen. Sie meinen 2018 Süditalien? Also, kein großes Wahlkampfbudget, nur ein ganz kleines. Ich werde unterwegs sein und meine Botschaft auch über Social Media an den Mann bringen. Und die Frauen auch, oder? Ja, so. Und wie wird deine Amtsführung ausschauen? Bleibst du in der Hofburg? Wirst du auch ein Hunderl haben, dass du gelegentlich auf den Heldenplatz wirst? Amtieren Sie aus dem Studio? Wird es von dir auch Rauchzeichen geben? Oder wie stellst du, wird es also zum Beispiel eine tägliche Bürgersprechstunde geben? Oder bevor wir das jetzt... Nehmen Sie es ernst zu machen. Wird es Bürgersprechstunden sagen, geben, können die Bürger in die Hofburg kommen? Ich darf jetzt nur mal sagen, ich habe heute die Kandidatur angekündigt. Ja. Es wird ein langer Wahlkampf sein, zumindest von circa 3-4 Monaten, mit einer Endphase, mit einer heißeren von 3-4 Wochen. Na ja, wenn es ein Stichwort gibt, kommen noch zwei Monate dazu. Dann kommen noch 2 Monate dazu, aber der erste Punkt ist, und da hat Bornmänner recht, der erste Punkt ist, ich muss 6.000 beglaubigte Unterschriften irgendwann im August oder September wandern. Diese Phase ist dieser 3 Wochen sehr rasch vorliegen. Wie Van der Bellen und alle anderen. Genau. So. Oder Van der Bellen auch, man muss auch 6.000, also wir sind da alle gleich. Dann gibt es einen Wahlkampf, dann muss ich gewählt werden, dann muss ich den Amtsinhaber in die Stichwahl bringen, dann muss ich gegen den Amtsinhaber gewinnen und dann stellen sich die Frage, lebst du in der Hofburg oder lebst du nicht in der Hofburg, nimmst du dein Hunderl mit oder nicht. Aber ich kann dir nur eines sagen, bei dem vielen Ungeziefer, das sich dort angesammelt hat, ja, nehme ich meinen Kotz mit, weil die Rotzenburg gehört einmal ordentlich bearbeitet die nächsten paar Jahre,
meine kleine Katze, Chouchou, die wird mit solchen Dingen schon fertig. Die räumt dort auf, keine Sorge. So, dann nehmen wir Besen mit die Kammerjäger. Wirst du ein außenpolitisch aktiver Bundespräsident sein? Ich halte es, wie Orbán zum Beispiel? Ja, warum nicht? Ja, was wird dein erster Besuch sein? Es werden die österreichischen Nachbarländer sein, unter anderem Ungarn. Jawohl. Also der erste Besuch zu Viktor Orbán. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Warum muss ich, warum diese Idiotie, ein österreichischer Bundespräsident muss als erster in die Schweiz fahren, ich weiß nicht, wer das eingeführt hat. Also ich finde, die Schweiz ist ein Nachbarland, so wie Deutschland, wie Italien, wie Slowenien, die gehören besucht. Und das werde ich auch als Bundespräsident tun. Wirst du auch Marine Le Pen besuchen oder lieber Macron? Also mir ist das jetzt nicht, das ist also keine Geschmacksfrage. Wenn einen der französische Staatspräsident einlädt, dann trifft man den französischen Staatspräsidenten, unabhängig wer der ist. Aber ich würde auch Marine Le Pen treffen, auch wenn sie nicht Staatspräsidentin wäre. Warum nicht? Sie ist eine aktive französische Politikerin, die in der Geschichte dieser Republik, dieser französischen, es zustande gebracht hat, dass ihre Partei seit Sonntag den größten Erfolg mit 100 Mandataren hat und einen Fraktionsstatus im französischen Parlament. Wer ist denn dein politisches Vorbild? Viktor Orbán oder eher Donald Trump? Okay. Oder Jörg Haider? Oder eher Jörg Haider? Also, jeder weiß, woher ich komme. Okay? Von Jörg Haider. Ich komme aus der Partei Jörg Haiders, 92 eingetreten in die freiheitliche Bewegung Jörg Haiders. Ich bin durch Jörg Haider geprägt, ich bin aber auch 5 Jahre lang durch Herbert Haupt geprägt worden, der mir ein Chef war, ein strenger Chef, aber auch ein väterlicher Freund war, mich in der Sozialpolitik ein wenig geschärft hat, in der Behindertenpolitik, in diesen Bereichen, auf die es ankommt und mir auch beigebracht hat, das habe ich auch in meinem Buch Zeit für Sauberkeit dargestellt, nicht korruptionsanfällig zu werden, wie viele andere auch. Zwei prägende Persönlichkeiten, Jörg Haider, Herbert Haupt, und an denen habe ich mich immer orientiert. Und dabei das Buch Zeit für Sauberkeit ist übrigens frisch erschienen. Wenn Sie für das Wochenende noch eine Lektüre brauchen, Gerald Groß. Danke Zeit für die Werbung. Gerne. Ja, bitte, danke. Und Trump ist auch ein Vorbild und Orbán ist auch ein Vorbild? Trump ist sicherlich ein US-Präsident, der die letzten Jahre in Amerika uns in Europa eine Chance eröffnet hätte, von der USA, von der NATO unabhängiger zu werden. Wir haben die Chance nur leider nicht ergriffen. Und ich gehe nach den Auftritten, jetzt ist er gerade mit dem Radl wieder umgefallen, der US-Präsident. Also ich gehe davon aus. Sprichst du jetzt von Joe Biden? Ja, also nicht von Sleepy Sascha, sondern von Sleepy Joe. Aber es ist die Neigungsgruppe Rollator, das passt schon. Also ich rede von der Neigungsgruppe Rollator und ich glaube wirklich, wenn ich einen Blick nach Amerika werfe, dass Donald Trump wieder der nächste US-Präsident werden wird. Und dann wird man, ob ich das gut finde oder nicht, ist auf einem zweiten Blatt geschrieben. Aber dann bist du aber auf jeden Fall zum Antrittsbesuch die Entscheidung, dort. Wenn der US-Präsident auch den österreichischen Präsidenten einladet, dann wird der österreichische Präsident mit Freude auch den US-Präsidenten besuchen und sich mit ihm gut unterhalten. Damit auch seinen Respekt gegenüber den demokratischen Wählen unterschiedlicher Länder zum Ausdruck bringen. Das Gesicht von Sebastian Bornmänner verfinstert sich, während es in der ersten Runde eher dem Lachfleisch zugeneigt war. Ist es jetzt sehr ernst geworden? Warum plötzlich so ernst, Sebastian? Nein, es ist eher fadess gewesen. Also entschuldige, ich darf nicht verwechseln. Das war jetzt einfach, ich bin einfach eingeschlafen innerlich, weil wenn sich der kleine Gerald die große Welt ausmalt und uns erzählt, wo er überall hinfahren wird und wen er alles treffen wird und wer ihn alles einladen wird, ich meine, entschuldige, da muss ich innerlich emigrieren, weil das hat ja keinen Sinn, dazuzuhören. Also gehen wir wieder zurück zum Ernst der Tatsachen und gehen wir zurück zum Spaß der Realität, nämlich der Kandidatur von Gerald Gross. Ja, wie gesagt, also ich halte seine Chancen für sehr beschränkt. Für mich ist er auch noch kein Kandidat. Er ist auch formal noch kein Kandidat. Das ist auch wichtig festzuhalten. Auch wenn er jetzt schon amtiert. Wie viel Prozent wird er kriegen? Ehrlich gesagt, es würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn er über 5% bekommt. Und zwar deswegen, weil es zwar lustig und pfiffig und unterhaltsam ist und ich sehe das, es gibt so Online-Plattformen, da kann man jeden Tag abstimmen, wen würde man wählen und da hat immer Herbert Kickl 90% und am Schluss fürchten sich seine eigenen Leute vor ihm. Aber ich glaube auch in dem Fall ist das so, dass die Österreicherinnen und Österreicher, ich finde es sehr legitim, sich einen Spaß zu machen. Ich verstehe auch, dass wenn man angefressen ist auf die Bundesregierung, man sich denkt, so ja, da tun wir den wählen, der ihnen am meisten wehtut, nur das ist nicht Gerald Gross. Und ich glaube, was Gerald Gross
groß unterschätzt ist, es wird bald eine ernstzunehmende Kandidatur von rechts geben. Also ernsthaft. Ich meine wirklich glaubwürdig rechts. Tassilo Valentin. Nicht Tassilo Valentin glaube ich eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass Brigitte Bierlein wird. Aber ich glaube, dass der Herbert Kickl sich schon irgendjemanden, irgendeinen rechten Recken aus dem Hut zaubern wird und den uns präsentieren wird als seinen Kandidaten, dann die volle Maschinerie der FPÖ reinstecken wird und das rechte Lager auch entsprechend einen wird. Also du gibst die wenigen, Groß knapp unter 5%. Wie gesagt, wenn er 5% schafft, dann muss man ehrlicherweise sagen, das würde sprechen für die Reichweitenstärke dieses Formats, dass er es schafft, überhaupt dieses Format, ja? Weil jedes andere Format, ich meine, ja, natürlich, es gibt Social-Media-Kanäle, kann man ihm zuschauen, wie er duschen geht oder wie er badet oder wie er Saint-Tropez irgendwelche Alkoholiker trinkt, aber das alleine ist für mich ehrlich gesagt noch nicht ausreichend dafür, dass jemand zum Bundespräsidenten kandidiert. Okay. Also ich gehe davon aus, er stützt sich auf die Prominenz dieser Sendung. Also 5%. Und 5% wäre eh viel. Sebastian, stell dir das vor, wie viele Menschen wären das, wenn er will. Zigtausende Menschen. Abschließend gefragt. Eigentlich schockierend. Wenn du nur die Alternative hättest, Marco Pogo oder Gerald Gross vor Präsident, wen würdest du wählen? Ich glaube, ich kann immer noch nicht zur Wahl gehen. Also ich weiß nicht, noch gibt es ja keine Wahlpflichten diesbezüglich. Aber ich würde natürlich den Der Marco Pogo ist ein gescheiter Typ in Wirklichkeit. Erstens einmal, er ist ein ausgebildeter Arzt. Ja. Der hat mit 26 sein Medizinstudium abgeschlossen. Der hat offensichtlich ein gutes Geschäftsmodell mit seinem Bier- und Rockauftritten geschafft. Also das ist jemand, der eigentlich, und er hat jetzt seit ein paar Monaten ein Mandat, glaube ich, in Wien, Bezirksrat ist er, und zeigt, dass er soziale Politik macht. Also ganz ehrlich, der Marco Pogo ist mir um Welten lieber als ein Gerald Gross. Und ich finde, wie gesagt, er ist auch politisch ernsthafter zu bewerten als Gerald Gross, weil auch ein Marco Pogo in seiner Kunstfigur, der heißt ja in Wirklichkeit, glaube ich, Dominik irgendwas? Bitte? Dr. Dominik. Dominik Matzig oder so. Ja, irgendwas, aber Dr. Dominik, weil der ist ja promoviert. Ja. Aber ich finde, das ein ernstzunehmender Kandidat, und wer einen Protest gegen das System geben möchte, der soll der Bierpartei seine Stimme geben, aber bitte schmeißen Sie es nicht weg. Gut. Lieber Gerald, du hast einen echten Fan, der wird jetzt für dich die Werbetrommel rühren. Jedes seiner Worte ist eine Wahlempfehlung. Na, schauen wir. Ganz viele Worte. Ich weiß, dass du das so siehst. Ja. Lieber Gerald, wie viel Prozent der Stimmen hast du im Visier? Visierst du an? Hoffst du zu bekommen? Ich hoffe, dass es wem auch immer, ob es mir, dem Marco Pogo oder Kandidaten der Freiheitlichen Partei oder wem auch immer, wer noch kandidiert, irgendwem dieser Kandidaten gelingt, den Amtsinhaber in die Stichwahl zu zwingen. Und das ist mein Ziel. Ich kandidiere daher nicht gegen die FPÖ, auch nicht gegen Marco Pogo. Ganz im Gegenteil, ich unterstütze das, dass Marco Pogo gehört, und nicht zu denen, die Nase rümpfen. Ganz im Gegenteil. Er hat das aktive und passive Wahlrecht, er ist unbescholten, er hat eine gute Ausbildung, er hat einen guten Job, also warum nicht? Und ich begrüße es, wenn die FPÖ kandidiert. Ich kandidiere nicht gegen die FPÖ, sondern, ich habe es eh schon einmal gesagt, viele Jäger sind des Hasen tot, sagt man so schön. Getrennt marschieren, gemeinsam schlagen und den Amtsinhaber in die Stichwahl zu zwingen, das ist mein Wahlziel. Also sagen wir, inwieweit ich dazu beitragen kann, mit was für einem prozentuellen Anteil, das weiß ich ehrlich gesagt. Also sagen wir, da gibt es also eine Reihe von Kandidaten, die alle so zwischen 25% der Stimmen machen, sodass also der Herr Bundespräsident, Gott hab ihn selig, nur noch auf 40 oder 45% kommt. Und dann rechnest du damit, dass du vielleicht derjenige bist, der über 20% der Stimmen hat und dann in dieser Stichwahl als David gegen Goliath antrittst. Zum Beispiel. Und dann den Goliath. Wenn ein freiheitlicher Kandidat in die Stichwahl kommt, werde ich einen freiheitlichen Kandidaten in der Stichwahl unterstützen. Wenn Marco Pogo in die Stichwahl kommt, werde ich dasselbe tun, wer auch immer. Aber wenn ich in die Stichwahl komme, nehme ich auch für mich den alten APA-Slogan, the winner takes it all, in Anspruch, ja, und erwarte mir, dass alle demokratisch so aufgeklärt sind, einen unterstützen, in der Stichwahl den Amtsinhaber zu bezwingen. Aber ich darf noch eine Frage stellen, warum sollte man Sie wählen und nicht den FPÖ-Kandidaten? Weil alles, was Sie jetzt gerade gesagt haben, bleiben wir kurz ernst, alles, was Sie gerade gesagt haben in Bezug auf den Präsidentschaftskandidaten in die Stichwahl zwingen, also Sie haben ja gerade gesagt, es geht nicht um sich selbst, Sie kandidieren quasi nicht für sich, sondern Sie wollen hauptsächlich den Van der Bellen quasi in der Stichwahl zwingen. Warum dann nicht gleich den FPÖ-Kandidaten? Vielleicht ist er ja der FPÖ-Kandidat. Ach so, das ist natürlich spannend. Ich kenne den FPÖ-Kandidaten nicht. Daher konnte ich auch vom FPÖ-Kandidaten noch nicht hören, dass er eine Regierung entlassen will. Ich konnte auch noch nicht von ihm hören, dass er gegen die Teuerung was tun will. Okay. Ich konnte nicht von ihm hören, wie er die Aktien. Aber wenn man das alles macht, werden Sie nicht kandidieren? Also, schauen Sie, Herr Dr. Bormena, ich habe am 7. Jänner meine Kandidatur. Viele Hasen sind es. Ich habe am 7. Jänner. Er begreift es. Das stimmt ja nicht. Nein, ist ja ein Unsinn. Das würde ja bedeuten, Sie kriegen andere Wähler als die FPÖ-Wähler.
Ja, warum ist das so unwahrscheinlich? Ich bin unabhängig, Herr Dr. Bormann. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, dass Sie glauben, Sie können jetzt mit der rosa Krawatte bei den Eis fischen. Herr Dr. Bormann, das ist ganz anders. Sie entfernen den Wählen. Ich bin seit 7 Jahren, Herr Dr. Bormann, ich bin seit 7 Jahren gänzlich parteifrei. Ich war 2-mal in meinem Leben Parteimitglied, FPÖ, BZÖ. Also um 10-mal weniger als Sie in Ihrem Leben Parteimitglied waren. Aber seit 7 Jahren bin ich unabhängig. Also genau. So, und bevor jetzt ich jetzt... Ich sage, meine Herren... Ja, meine ist ja keine Körperöffnung in dem Land von Ihnen sicher. Ich fange gleich zu weinen an, ob der Rührung und so weiter, also der unabhängige Kandidat und sein unabhängiger Herausforderer. Meine Damen und Herren, Sie sitzen erste Reihe fußfrei. Bitte ab jetzt jeden Dienstag Popcorn und dann viel Spaß bei Gerald Groß gegen Bormann, beim Bundespräsidenten ins B gegen seinen engagiertesten Verhinderer, könnte man sagen. Ich freue mich darauf, dass wir jetzt am Dienstag wirklich erstens was zum Nachdenken, zweitens was zum Aufregen, drittens aber ein bisschen was zum Schmunzeln haben, um es, sagen wir, lachen, mit einem Understatement, zu bezeichnen. Lieber Gerald, danke für deinen ersten Auftritt heute Abend. Das war dein Start in eine wichtige politische Karriere. Wir halten dir die Daumen, das tun wir schon. Ne? Ja, also wir halten dir die Daumen. Ich möchte ja nicht mehr, ich mich. Er kann drüber laufen, ja. Du kannst einen Rosen melden. Wie heißt es also, genau? Kein Problem. Du brauchst dir keine Sorge haben. Wie heißt es genau? Mein Slogan, wie heißt er genau? Make Austria Groß Again. Make Austria Groß Again. Also in diesem Sinn, wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Dann ist der Herr Bundespräsidentschaftskandidat schon etwas gereift. Und der Sebastian Bormann hat sicherlich noch viel mehr Munition auf Lager. Der will ja nächsten Dienstag mit der Vergangenheit von Gerald Groß abrechnen. Da bin ich gespannt drauf. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Morgen duellieren sich hier Chapp und Westenthaler. Schauen wir mal, ob der Josef Chapp auch als Bundespräsident antritt. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht.